So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir haben Pre-Release-Woche von Dominaria United. Am Montag habe ich euch schon ein Pre-Release-Kit aufgemacht, dementsprechend mache ich jetzt ein Set-Booster für euch auf. Set-Booster sind ja die normalerweise weit besseren Booster und gucken wir mal, ob das in Dominaria United auch so ist. Wir haben zuallererst mal hier so ein, eine Art Karte, dann haben wir einen Vollmountain. Vollmountain sind gut, aber ich hätte lieber gern so ein Stained-Glass in Vollmountain gehabt. Dann haben wir Keldrin Strike Team, 3-Mana 3-1 mit 2-Mana Kicker. Wenn der Spielwelt kommt und gekickert wurde, kriegen wir 2-1 Soldier. Und wenn der Spielwelt kommt, kriegen alle Kreaturen Eile. Nicht schlecht. Captain's Call, 4-Mana, wir kriegen 3-1 Soldier. Ich glaube, unser Theme ist Soldier. 3-Mana Scout of the Wilderness mit 2-Mana Kicker. Wir durchsuchen und selekten am Standardland, bringt getappt ins Spiel. Wenn dieser Spell gekickert wurde, kriegen wir 2 Soldier. Dann haben wir einen Elf-Harmwurm. 5-Mana, 5-4, Trampel-Wachsamkeit. Wow, der ist stark. 5-Mana, 5-4, Trampel-Wachsamkeit ist stark. Den hätten wir damals im Casual gespielt. Charismatic Vanguard. 3-Mana, 3-2. Für 5-Mana kriegen Kreaturen plus 1-1 für deine Souls. Nicht schlecht. Inscribblet Tablet. Ein farbloses Mana, Artefakt, 1-Mana, Tappen, Opfern. Wir zeigen die obersten 5 Karten unseres Decks vor, nehmen eine Landkarte davon auf die Hand und den Rest unter das Deck. Wenn wir das nicht können, ziehen wir eine Karte. Das ist eine Karte, wo mir gesagt wurde, die könnte man vielleicht mal irgendwo Play sehen, von mehreren Personen. Ich sehe das halt überhaupt nicht, persönlich. Ich finde die nicht gut. Ich finde die echt nicht gut. Na, vielleicht übersehe ich was. Cult Conscript. Ein schwarzes Mana, 2-1, kommt getappt ins Spiel. 2 Mana, wir bringen den aus dem Friedhof zurück ins Spielfeld. Können wir nur, wenn ein Nicht-Skelett diese Runde gestorben ist. Wow. Mittlerweile sind die Dinger ankam. Es gibt ja wirklich eine Menge schwarze 1-Mana 2-1 Kreaturen, die getappt ins Spiel kommen oder nicht blocken können oder, die man irgendwie aus dem Friedhof wiederholen kann. Und die waren aber meistens rare, wenn mich nicht alles täuscht. Mittlerweile sind die halt ankam. Dann haben wir Lagomors Hand of Hatred, 3-Mana 1-3. Zu Beginn des Combats kriegen wir einen 2-1 roten Elemental Kreatur mit Trampel Eile, der wird der Geopferter meines Zuges. Und wir können tappen unsere Bibliothek. Was? Bibliothek nach einer Karte durchsuchen, in die Hand nehmen, shuffeln. Können wir nur machen, wenn 5 oder mehr Kreaturen in diesem Zug gestorben sind. What? Das ist ein Tutor. Das ist stark. Dann haben wir Wrath Weatherlight Stalwart. 2-Mana 1-3. Immer wenn man Instant oder Sorcery castet, kann man 2 ungetappte Kreaturen, die man kontrolliert, tappen. Wenn ihr das tut, zieht ihr eine Karte. Für 5 Mana kriegen Kreaturen plus 1 plus 1 und was zum Cap ist, wenn es so ist. Nee. Keine gute Karte, leider. Leider nicht. Raff ist nicht gut. Und unsere Rare ist Herd Migration. 7 Mana Sorcery Domain. Wir kriegen 3-3 Bestie für jedes Basic Land, was wir haben. Und für 2 Mana können wir die abwerfen, selekten am Standardland durchsuchen, auf die Hand nehmen und 3 Leben kriegen. Im Endeffekt ist es Basic Land Cycling, nur mit plus 3 Leben. Das hätte man auch draufschreiben können. Warum ist die Rare? Die ist nicht gut. Dann haben wir noch Relic of Legends. Die ist wiederum gut. 3 Mana Artefakt, tappen für Mana beliebiger Farbe. Tappe eine ungetappte legendäre Kreatur, kriegt Mana beliebiger Farbe. Sehr, sehr gute Karte eigentlich. Und Soldier. Soviel dazu. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile Dominaria ein bisschen spielen können. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.